Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns gemeinsam wieder die Neuzugänge aus dem Mai des letzten Jahres an und stellen uns dann die Frage, schon gelesen oder subt es schon? Die Rache des Subs, mal sehen, was dieses Mal so auf mich wartet. Es sind laut Statistik 14 Bücher bei mir eingezogen, also scheint ein ganz humaner Mai gewesen zu sein und ich denke, wir blenden jetzt einfach das Video ein und schauen gemeinsam mal rein. Das erste Buch ist Maskenmacht von Lily Wildfire. Das ist Dark Fantasy und ich weiß, dass damals Jasmin Zipperling so davon geschwärmt hat und das so toll inszeniert hat und da ist das bei mir eingezogen. Bisher tatsächlich noch nicht gelesen. Ich bin mir auch gar nicht sicher so richtig, warum. Ich glaube, es ist einfach so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Es könnte ja so ein bisschen in die Richtung durchaus von Nevernight gehen. Mal sehen. Ich werde mir das jetzt auf jeden Fall auf die Liste schreiben. Also ich führe ja auch meine Bücher im Filofax bzw. jetzt im Bullet Journal und schreibe mir da die Bücher auf, die in dem Monat übrig sind. Aber es ist natürlich gar kein so guter Einstieg, dass im Grunde jetzt hier das erste Buch ungelesen ist. Aber man kann ja nicht immer alle Bücher gelesen haben. Und covertechnisch ist das echt schon cool. Und ich bin gespannt und freue mich, das Buch zu entdecken. Dann ein buntes Cover, und zwar Mein Himmel über Bali von Annika Schuster. Da bin ich, glaube ich, irgendwie über Instagram drüber gestolpert. Und das habe ich im letzten Jahr im Sommer dann auch gelesen. Ich finde Bali total faszinierend und würde da super gerne einmal hinreisen. Und ich weiß, dass ich das Buch ganz okay fand. Es waren mir zu viele Zufälle, wenn ich mich richtig erinnere. Wir haben die Protagonistin, die auf die Insel fährt, war, glaube ich, Trennung, Jobverlust und so weiter. Und dann trifft sie dort auf einen ihrer Ex-Freunde zufällig zum Frühstück, wenn ich mich recht erinnere. Und dann schauen die sich beide eben irgendwie ein Hotel, Bed and Breakfast irgendwie an. Und er verweilt wohl auf der Insel, wird dort eben auch dieses Hotel aufmachen. Und dann tun sich eben so alte Gefühle wieder auf. Und ich glaube, es waren mir dann doch zu viele Zufälle, zu viele Dinge, die einfach so passierten. Aber ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, wie ich das so im Ende fand. Aber das ist so, was hier in Erinnerung bleibt. Ich glaube, hier war definitiv das Cover schöner als dann die Geschichte. Aber ich meine, mit dem Cover, wenn einem das natürlich anspricht, hat die Autorin schon alles richtig gemacht. Rendezvous in 10 Jahren von Judith Pinot als Hörbuch habe ich auch schon gehört. Wir haben ja hier zwei, die sich treffen, wo es auch irgendwie funkt, aber bei beiden passt es gerade nicht und die vereinbaren eben, dass sie sich in 10 Jahren wieder treffen und dann auch über ihre Wünsche, die sie eben zu diesem jetzigen Zeitpunkt haben, darüber sprechen und die haben sich da auch ausgetauscht und irgendwie das festgehalten und ich fand das auch ganz schön, also ich habe das sehr gerne gehört, es hat mich gut unterhalten und fand auch diese Idee ganz schön, dass man sich eben diese Zeit sozusagen nimmt. Was ich immer nicht ganz verstehe, ist, warum, wenn es jetzt eben funkt, warum man da irgendwas auf später verschiebt, frage ich mich heute wahrscheinlich noch mehr als vor einem Jahr. Aber das Buch der gelöschten Wörter von Mary E. Garner ist auch nicht gelesen. Und da muss ich echt sagen, ich habe sowohl verdrängt, dass es bei mir eingezogen ist, als dass ich das noch auf dem Sub habe, muss ich jetzt ehrlich gestehen. Ist bei E-Books natürlich immer ein bisschen schwieriger, auch wenn ich denke, ich habe meinen Sub so unter Kontrolle. Vielleicht habe ich das tatsächlich auch vergessen, bei Lovely Books irgendwie einzupflegen. Werde ich auf jeden Fall schauen. Ich glaube, das war auch eine Reihe, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich kann tatsächlich jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Außer, dass ich das Cover nach wie vor ansprechend finde und auch die Idee wahrscheinlich, dass es ein Buch ist, das über Bücher erzählt, ganz spannend finde. Aber ich kriege es tatsächlich nicht mehr zusammen, um was es geht. Ich werde mich da auf jeden Fall mal umschauen und gucken, wie mir das irgendwie durch die Lappen gehen konnte. Ja, James Clear, die 1%-Methode, fand ich letztes Jahr ein absolutes Highlight. Habe ich mir dann auch als echtes haptisches Buch besorgt. Und habe ich auch einiges markiert, habe ich sozusagen dann sogar noch gereadet, um die Markierungen wiederzufinden, die ich mir beim Hörbuch nur mit Notizen gemacht habe. Und ich fand das toll. Also wirklich minimalste Veränderungen, maximale Wirkung. Wie muss man Dinge angehen, um eben Veränderungen für sich zu bewirken? Wie möchte man sein? Wie geht man diese kleinen Schritte an? Welche Wirkungen haben diese Schritte? Und warum muss man eben, wenn man Veränderungen haben möchte, so eine Gewohnheit, eine Routine, wie etabliert man die? Also die, da zeigt es auch gerade, ist das echte Buch auch eingezogen. Und fand ich wirklich richtig, richtig toll und hat mich mehr als begeistert und hat einige Gedanken in mir
zum Rollen gebracht und gerade auch letztes Jahr im Frühjahr, wo ja dann auch so die Wende irgendwie für uns alle war, dass wir gemerkt haben, okay, das Leben geht eben nicht einfach gleich so wieder ganz normal weiter, wie vielleicht noch 2019. Und das fand ich wirklich toll. Also hat mir mega gut gefallen und mal sehen, was da vielleicht von James Clear dann noch irgendwann mal zu lesen sein wird. Ah, auch das nächste ist direkt ein Highlight, Joy at Work von Marie Kondo und Scott Sonnenschein. Ich vermute nach wie vor, dass man ihn so ausspricht. Aufgeräumt und erfolgreich im Arbeitsleben. Ich ja, kann mich gut an die Marie Kondo-Bücher von früher erinnern, Magic Cleaning, den Gedanken einfach mal ganz anders fassen beim Ausmisten. Und ich glaube, dass sie tatsächlich nicht nur mir, sondern vielen Tausenden, Millionen anderen Impulse gegeben hat zum Ausmisten. Und ich fand das super spannend, weil sie eben ja diesen Arbeitsbereich beleuchtet hat. Sowohl den eigenen Arbeitsplatz als auch das Denken über die Arbeit, das Denken über Tätigkeiten, die mit der Arbeit verbunden sind. Das war eine richtig tolle Mischung, ist auch als echtes Buch bei mir eingezogen. Love on Lexington Avenue von Lauren Laney müsste der zweite Band der Reihe gewesen sein. Ich glaube, der erste war Passion on Park Avenue. Und wir haben hier ja das Konstrukt drei Frauen, die alle den gleichen Mann lieben, als Ehefrau, lange Geliebte, aktuelle ja, Affäre, und er stirbt und die drei Frauen möchten eben ja ein bisschen aufeinander aufpassen und das eben in New York City, und jedes der Bücher hat im Grunde eine der Frauen beschrieben, mitgenommen im Fortgang ihrer Geschichte. Und ich glaube, Love on Lexington Avenue könnte, war das jetzt die Ehefrau? Ach, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich mochte alle drei Geschichten super gerne. Die Geschichte ging natürlich so weiter, es war kein Parallelerzählen, und so hat man eben auch von den anderen Mädels immer erfahren, wie ist die Geschichte weitergegangen, wie hat sich das weitergesponnen, und man ist da so ein bisschen aktiv mit dabei. Und das wirklich im wunderschönen Setting von New York City, wo ich mich super gerne aufhalte und auch definitiv denke, da muss man irgendwann einfach mal hin. Und ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen und habe ich alle drei Bände sehr gemocht. Auch von Maike Werkmeister, Über dem Meer tanzt das Licht, habe ich super gerne gehört. Ich glaube, das war ja der zweite Teil, wenn ich mich nicht täusche. Und mir hat sowohl Band 1 wie Band 2 sehr, sehr gut gefallen. Und es ist so ein wohliger Roman, der einen, ich glaube, auf irgendeine Inselküste entführt, auf jeden Fall ans Wasser. Und ich mag es ja auch, wenn Geschichten tatsächlich irgendwie an der Nordostsee spielen, wenn man das Meerfeeling hat. Ich bin mir tatsächlich leider gar nicht sicher mehr, wo das spielt, aber ich habe es in positiver Erinnerung. Ganz anders bei Wildflower Summer von Kelly Moran. Das ist ja die Autorin von Redwood, von der ganzen Reihe. Und das haben wir damals gehört, die liebe Becky und ich. Und es war gefühlt wirklich wie so ein Softporno auf Ohren. Fand ich total schrecklich, hat mir überhaupt nicht gefallen. Und das war für mich auch eine ganz andere Autorin. Also dieses beide treffen sich, ein Blick reicht und sie würden am liebsten die Klamotten von sich reißen und übereinander herfallen, und das auch noch in Anwesenheit von ihrer Oma, glaube ich, oder was, ihre Tante. Ich fand das überhaupt nicht gut. Also wir haben das auch abgebrochen. Wir haben irgendwann beschlossen, bei um die 30%, nee, wir können das nicht länger hören. Ich glaube, das Problem ist tatsächlich auch bei diesen erotischen Anteilen in Hörbüchern, dass es eben so direkt im Kopf ist. Und ich glaube, wenn ich das lesen würde, würde ich es vielleicht ein bisschen skippen oder überlesen oder nicht so genau lesen. Aber so muss man es ja irgendwie hören. Und da kann man, also kann man schon, aber da weiß man natürlich nicht, wann ist die Szene irgendwie vorbei. Also das, ja, war nichts. Es kommt jetzt ja aber, glaube ich, im Mai, Juni ein neues Buch von Kelly Moran. Und das klingt auf jeden Fall wieder ein bisschen erwachsener, anders, nicht so mit dem erotischen Anteil. Und ich hoffe, dass uns das dann auch wieder ein bisschen besser gefallen wird. Ja, das kleine Hotel auf Island, meine Güte, sind aber viele Hörbücher, von Julie Kaplan, ist der vierte Teil der Romantic Escapes-Reihe. Eine Reihe, die ihre Höhen und Tiefen hat. Band 1 und 4, also auch in Island, habe ich absolut gefeiert. Band 2 müsste in Brooklyn gewesen sein, fand ich sehr gut. Band 3 habe ich abgebrochen, das war in Paris. Und jetzt erscheint, ich glaube auch April, Mai, tatsächlich sind wir dann in einem Teeladen in Tokio. Ich mag diese Reihe sehr gerne, die ja keinen Zusammenhang hat. Also da sind keine Charaktere, die man wieder trifft, sondern es geht immer um diese romantische Flucht von Frauen in diese Länder. Und ja, das gefällt mir gut. Ja, dann haben wir hier die Tribute von Panem X von Susan Collins. Hier sind wir ja bei den 10. Hungerspielen, während ja wir bei Katniss Everdeen, bei Tribute von Panem, ja bei den 54., 74., 75. Hungerspielen sind, also über 60 Jahre weiter.
Und wir treffen hier auf President Snow, der dort eben noch ein Jugendlicher ist, der ein Mentor wird für ein Tribut. Und wir erleben eben Panem kurz nach diesem extremen Krieg. Also es sind 10 Jahre vergangen, es herrscht noch Armut im Kapitol. Es ist mehr Schein als Sein. Und Suzanne Collins hat ja, glaube ich, nach Panem tatsächlich gar nichts weiter geschrieben, außer jetzt eben Panem X, was ich super schade finde, weil ich finde tatsächlich, dass sie Dystopien richtig gut auf den Punkt bringt. Das Buch umfasst natürlich jetzt nichts komplett Neues. Man lernt Snow eben auch mal von der anderen Seite kennen und kann sich jetzt seine Gedanken machen, warum ist er so dann am Ende, wie wir ihn kannten. Es gibt halt sehr viele Bezüge, die uns dann eben über 60 Jahre später nochmal ein Begriff sind. Also egal, ob es gewisse Lieder sind, Erzählungen sind, Legenden sind. Und das hat bei mir halt wirklich für Gänsehautmomente gesorgt. Und es waren viele tolle Momente drin. Ich kann verstehen, dass einige sagen, naja, es ist jetzt nichts Neues, hat sie eher gelangweilt. Ich kenne auch im Freundeskreis einige, die das abgebrochen haben. Aber ich fand es gut und habe es gerne gelesen. Anders bei Grace und die Anmut der Liebe von Sophie Benedict. Das ist ja auch eine Reihe von starken Frauen. Hier geht es um Grace Kelly, alias Grazia Patrizia, Fürstin von Monaco. Und wir sind hier im Grunde noch in ihrer Zeit, als sie in den USA ist und Schauspielerin werden möchte und dort eben erfahren, wie schwer das eigentlich zu der damaligen Zeit war, als Frau dort irgendwie Fuß zu fassen. Und das erzählt sie uns so ein bisschen, auch den Konflikt mit ihren Eltern und wie sie dann eben auf Fürst Renier trifft. Ich habe das abgebrochen, wenn ich mich richtig erinnere, weil ich es irgendwie ich habe es sehr merkwürdig in Erinnerung und dass ich auch irgendwie fand, dass das so nicht gepasst hat, dass das eher so ein liebloses Herunterzählen einer Biografie war von Fakten und eben nicht ein Roman, egal in welcher Art und Weise. Und das hat mir, soweit ich mich jetzt einfach erinnere, nicht so gut gefallen und ich habe dann auch kein Buch mehr weiter aus der Reihe gelesen. Oh, auch aufgebrochen, Die Mädchen aus der Firefly Lane von Christine Hanna. Es haben ja ganz, ganz viele von ihr geschwärmt und von einigen ihrer Büchern. Ich habe im Nachgang dann irgendwie mitgekriegt, dass das wohl ihr Debütwerk war, was jetzt neu aufgelegt wurde. Und es geht ja anfänglich um zwei junge Mädchen, die sich eben kennenlernen, die unterschiedlicher nicht sein könnten und die dann eben auch bis ins Erwachsenenalter befreundet sind, trotz irgendwelcher Widrigkeiten. Das habe ich auch abgebrochen, weil ich bin mit den Charakteren überhaupt nicht zurechtgekommen. Und es kam ja dann jetzt auch die Serie dazu raus und auch da habe ich, glaube ich, nur 2 Folgen geschaut oder maximal noch einen Teil in der dritten und habe dann gedacht, die Charaktere sind hier noch unsympathischer als im Buch und ich konnte mich da überhaupt nicht einfinden und fand ich tatsächlich nicht so gut, was ich sehr schade finde. Und das, haben wir das dritte ungelesene Buch Mit dir für alle Zeit von Lisa Grunwald. Eigentlich ist es so ein bisschen ein Zeitreiseroman, auf den ich mich sehr, sehr gefreut hatte, weil wir haben hier irgendwie New York City, glaube ich, sind wir, und irgendeine U-Bahn-Uhr und er trifft da auf eine Frau und dann trifft er die aber erst ein Jahr später wieder und sie taucht eben nur zu einer gewissen Zeit auf und dann haben wir hier halt irgendwie auch ich bin mir gar nicht sicher, ob es eine wirkliche Zeitreise war, und irgendwie gab es danach nur noch negative Rezensionen. Also ich habe kaum positive Stimmung zu diesem Buch gehört und habe dann tatsächlich irgendwie seitdem auch nicht mehr dazu gegriffen. Vielleicht werde ich einfach mal anlesen und damit beginnen, um dann eben zu sagen, okay, man macht so ein Try-a-Chapter, aber wenn halt wirklich kaum jemand, dessen Meinung man vertraut, da positiv drüber spricht, kann natürlich sein, dass die sich alle irren und ich tatsächlich anderer Meinung bin. Man darf sich nicht immer blind auf die Meinung von anderen verlassen, aber es hat halt dazu geführt, dass ich da, glaube ich, immer wieder zögere, es dann anzufangen. Aber ja, vielleicht werde ich mir einfach mal so ein paar Bücher, die länger auf dem Sub sind, hernehmen und einfach mal so ein Try-A-Chapter machen und da einfach mal reinschauen. Ja, 14 Bücher, 3 ungelesen, ist okay, also definitiv, vor allem wenn man bedenkt, dass ich eins irgendwie komplett aus dem Gedächtnis verdrängt habe, werde ich mir auf jeden Fall anschauen und ich bin da sehr, sehr gespannt, wo dieses Buch zumindest hing. Und bei den 3 anderen werde ich jetzt eben auch einfach mal versuchen, das wieder ein bisschen weiter nach oben auf die Leseliste zu packen. Und wie gesagt, ich führe das ja auch wirklich in meinem Buch mit, hake dann auch ab, wenn eins der Bücher gelesen ist und freue mich ja dann auch immer, wenn der Sub sozusagen wächst. Aber ja, ich finde jetzt 3 Bücher tatsächlich gar nicht schlecht
und glaube, damit kann man arbeiten. Und ja, ich bin gespannt, wie mir die Bücher dann gefallen werden. Vielleicht kennt ihr ja auch eins der drei ungelesenen Bücher. Dann schwärmt jetzt sehr gerne in den Kommentaren darüber. Oder vielleicht kennt ihr auch eins der anderen Bücher. Lasst uns da gerne ein bisschen austauschen, auch über den Stapel ungelesener Bücher generell. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.